Ein typischer S-Bahnhof in Berlin. Ein Zug auf dem Ring rollt ein. Der S-Bahn-Nutzer nimmt vom Zugtyp kaum Notiz. Ihm ist es nur wichtig, dass seine S-Bahn pünktlich fährt. Jahrzehntelang sind die neuen und alten Züge immer im Plan gefahren. Doch seit einem Achsbruch im Jahr 2009 läuft bei den Berlinern nichts mehr richtig. Doch blicken wir in die Zeit, als die Berliner S-Bahn noch zu den Vorzeigebahnen gehörte. In die neuen der Baureihe 481 setzten die Planer ab 1996 alle Hoffnungen. Mit 500 Viertelzügen trägt dieser Zugtyp heute die Hauptlast im Netz. Mit ihnen wurden dann die letzten Vorkriegszüge ersetzt. Noch zu Westberliner Zeiten entstand die Baureihe 480. Zusammen mit 4 Prototypen waren es mal 85 Viertelzüge. Ausgemustert und verschrottet sind die Prototypen und nach Bränden und Unfällen 4 weitere Viertelzüge. Bereits Geschichte sind die Einsätze im Nord-Süd-Tunnel. Seit einem Fahrzeugbrand im Anhalter Bahnhof sind 480er von den Nord-Süd-Strecken verbannt. Noch zu DDR-Zeiten ist die heutige Baureihe 485 entstanden. Ab 1979 entwickelt, kamen von 1990 bis 1992 insgesamt 166 Trieb- und Beiwagen auf die Gleise. Auch diese Baureihe hat betrieblich heute nur noch eine Randfunktion. Der Klassiker der Berliner S-Bahn schlechthin ist der legendäre Stadtbahner. 1927 fuhren die ersten Prototypen. Der Serienbau von 1928 bis 1931 bringt sage und schreibe 1276 Einzelwagen auf die Gleise. Anton nach Jungfernheide abfahren. Noch vielen ist das typische Singen der Motoren in Erinnerung. Klänge, die auch zum Nietenreku gehören, denn dieser entstand aus einer Rekonstruktion der Bauarten Stadtbahn und Wannseebahn. Zu den letzten Vorkriegszügen gehört die ehemalige Reko-Baureihe 277 Mod. Sie entstand aus mehreren Bauarten in einer umfangreichen Rekonstruktion von 1974 bis 1982.
Ab 1992 werden diese Züge als Baureihe 477 bezeichnet. Zu den Einsatzstrecken gehört die S3 Potsdam-Erkner. Hier an der Museumsinsel mit dem Bode-Museum an der Stadtbahn. Der Stadtbahner war der Erste, der gehen musste. Der Sommer 1997 wird zum letzten für die markanten Züge. Rückzugsgebiet ist die S10 Birkenwerder-Spindlersfeld. Zusammen mit den ab 1984 in West-Berlin modernisierten Fahrzeugen rollen auch DR-Stadtbahner auf der S10. Markant ist der kaum modernisierte Innenraum. Markant ist auch die Farbgebung, die ab 1984 im Ostberliner Netz eingeführt wurde. Kaum zu glauben ist, dass diese Züge zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen bereits fast 70 Jahre alt sind. Einfahrt in den Bahnhof Spindlersfeld. Fehlende Türblockiereinrichtungen und Feuerlöscher, ab 1997 Voraussetzung für den Tunnelbetrieb, bringt den Stadtbahner auf seine Namensgeberin zurück. Ein Zug der S7 verlässt den Lehrter Stadtbahnhof. Bilder, die an längst vergangene Zeiten erinnern. Besonders interessant ist, dass fast jeder Zug der S7 ein Stadtbahner ist. Treffen im Bahnhof Tiergarten. Februar 1996. Rollout für die neue Baureihe 481. Der Beginn vom Abschied für die Altbauzüge. Ja.
Die Kulisse des Brandenburger Tores wird zum imposanten Bild in der heutigen Hauptwerkstatt S-Bahn. Ende 1996 wird die neue feierlich in Betrieb gesetzt. Die neue S-Bahn fährt, steht auf der geschmückten Stirnfront. Eine Presseveranstaltung mit viel Prominenz soll der neuen Baureihe in die Zukunft helfen. Die Abnahme durch das Eisenbahnbundesamt und sind nunmehr in der Lage, mit Sicherheit für die Fahrgäste den Zug im Fahrgasteinsatz zu abholen. Der Weg bis zum betriebssicheren Fahrzeug war ein schwieriger. Jahre dauerte es, bis alle Kinderkrankheiten ausgemerzt waren.